Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken und dem Beagle. Eigentlich wollte ich ja gar nichts mehr aufnehmen heute, aber er lässt mich nicht speichern, weil wir in einer Ereignisszene sind. Was auch immer das heißen mag. Aha. Verstehe ich nicht. Irgendwie blicke ich gerade noch nicht so ganz durch. Was ich hier machen kann, wenn ich ehrlich bin. Warum darf ich das denn noch nicht erlernen? Ich würde auch gerne was für meine Ausdauer machen. Naja. Dann lasst uns mal. Oh. Warte mal, was? Nochmal? Okay. Wir werden dir keinen Schutz finden. Aha, mein Plan geht auf. Ja, na klar. Wo ist er hin? Weit, weit weg, hoffentlich. Nö, so weit jetzt nicht. Trey, du musst dich direkt vor ihm stellen. Sofort. Was? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Hund. Vertrau mir. Vorsicht! Ich bin doch ausgewichen! Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich!
bleibst sowieso Arschloch! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Also, warum habe ich das Gefühl gehabt, dass der Drache mir eigentlich gar nichts... Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Mach halt die Klappe, Ralf. Warum habe ich das Gefühl, dass der Drache mir gar nichts tun wollte? Ich frage nur. Eine Schatztruhe? Die wo ist? Aha. Ich kann ja aber nicht springen, okay. Von mir aus. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben es geschafft. Hey, was? Los, Monster! Hey, du Sack, von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mach ich. Das lief nicht so gut, wo ne? Sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay. Also, so genau will ich gar nicht wissen. Jede Dimension Englisch? Okay. Lass mich los, lass mich los! Oder in dem Fall halt Deutsch, weil deutsche Übersetzung. Aber sie kommt. Sachte. Die Ratskammer. Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren, schmiedet sie Kabale mit Dämonen. Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Bellets Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann. So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Oh je, sie ist des Teufels. Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte, wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet, ja genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Bellett, bitte! Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber... Lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Bellett, das Urteil ist zu harsch! Die Sitzung ist vertagt.
Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Benoit? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lass ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffel weg, Arschloch! Nein! Aber natürlich möchte ich einmal speichern. Auf Platz 2. Aufstehen. Steh auf. Steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf! Hör zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Mir, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe! Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Ich will kein Wort mehr hören. Gefängnisausbruch. Na, ich weiß ja nicht, aber okay. Oh Mann, hiergegen war es in Hell's Kitchen fast gemütlich. Shit, klar, abgeschlossen. Ich bezweifle, dass du dahin durchschlüpfen kannst. Sag bloß. Ja, aber dann gibt's ja nichts. Shit, das bringt doch nichts! Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York? New York. Ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was, dann benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da? Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Okay, erledigt. Du.
Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber hallo. Sorry, hast Leute. Hast du etwas gesagt? Was? Nein, bitte nach dir. Na, dann wollen wir immer folgen. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Die den Prozess geleitet haben, wer war das? Du meinst den Rat von Sipol? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Wieso sind wir auf einem Balkon? Machen wir es wie Batman? Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ich muss jetzt an König der Löwen denken, Leute. Unwirtlich. Wohl wahr. Ethia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchschitt denn her? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Der Name, den Frey dem Verderbnis bringt, nur einen Pesthauch gab, der den Großteil von Ethia bedeckt. Niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb er so plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass es sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinem Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Ja... Ich würde mal sagen, ich fokussiere mich beim Vorlesen auf die wichtigsten Sachen. Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Vielleicht nicht berüchtigt. Also nach diesem Bruchshit. Sagen wir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Ich kann es mit ihrer Jugendsprache auch einfach nicht sein lassen. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Vielleicht sollten wir auf Orden hören, anstatt selbst... Ach, egal. Ist gut. Ich folge ihr einfach, dann kann mir, glaube ich, hoffentlich nichts passieren. Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah, ja, die Upper East Side. Was? Wir sind im nördlichen Stadtteil. Das versteht sie? Will die mich verarschen? Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Als wäre die Tulla doof, die uns da rausgeholt hat. Sie hat es geschafft, da reinzukommen. Nimm mir ein Beispiel an ihr.
Sie schätzt meine Ideen. Und jetzt? Okay. Ich folge ihr einfach und was sie macht, mache ich auch und dann kann mir so falsch nicht sein. Oder? Doch? Wie macht sie das eigentlich mit ihrem Rock? Natürlich, die gehen auch genau, während ich es brauche, weg, ne? Ich habe Angst, mich einzublenden, nicht, dass wir den Moment verpassen, loszujumpen. Wie jetzt zum Beispiel. Komm, wir müssen hier folgen. Frey, komm. Ich kann mir nicht vorstellen, ich blende mich jetzt mal hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schlau ist, was wir hier machen, aber hey, wer bin ich schon? Warum versteckt sie sich eigentlich? Ich meine, Frey, okay, aber sie? Oder darf sie da schlicht nicht sein? Kann ja sein, ich meine. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Ach so, die Wache hat einmal rausgeguckt, nichts gesehen und jetzt ist alles gut, ja? Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Okay. Hm. Vertraust du mir? Nö. Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Ich würde ihr gerne folgen, also. Auch die liegen hier tot in den Straßen wie in Empire City. Hier sind wir unter uns. Okay. Ich bin Alden Keen. Alden Keen. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tja. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Ein was? Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Okay. Gehupft wie gesprungen. Sie versteht bei dir vermutlich... Ja, danke. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puh, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Das ist traurig. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch... Dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehupft wie gesprungen. Irgendwie nicht, Frey. Man könnte man dann Highschool-Abschluss und bringt hier dir nicht viel. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte. Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ach, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay?
Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Hey! Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Frey, das geht auch freundlicher. Zweite Regel beim Clown. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Woher weiß er eigentlich, was es da zu trinken gibt? Ich frage nur Fragen. Uff, haut voll rein. Hier mache ich keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Toraner sehr ausführlich. Toraner? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Aha. Ich könnte sie dir zeigen. Und... wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Nee, tut sie wirklich nicht, Frey. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Ach komm. Wir haben doch eh in der Welt nichts Besseres zu tun. Okay, ihr Lieben. Ich würde jetzt eigentlich gerne endlich einen Cut hier reinmachen. Also was heißt endlich? Doch, 27 Minuten. Ne? Wir machen auf jeden Fall einen Cut hier rein. Und ich hoffe, ich darf jetzt endlich während einer Ereignissequenz, kannst du nicht speichern. Ihr wollt mich doch trollen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein, ihr Lieben.